Filme wie Königreich der Himmel über die Kreuzzüge, der Speer des Schicksals über die Heilige Lanze oder das Vermächtnis der Templer zeigen, dass das Interesse an der Geschichte des Templerordens sehr stark angestiegen ist. Die zentrale Frage jedoch, was macht die Geschichte der Templer so besonders, bleibt weiterhin offen. Dass die Templer insbesondere in der Geschichte Europas eine zentrale Rolle spielen, steht allerdings außer Zweifel. Abgesehen von ihrem geschichtlichen Wirken umgibt gerade den Templerorden ein dichter Schleier mystischer Verschwiegenheit. Seit Jahrhunderten wird der Templerorden mit Geheimnissen in Verbindung gebracht, die der Menschheit bis zum heutigen Tage verborgen blieben. Erst in jüngster Zeit kratzen Bücher wie Der Heilige Gral und seine Erben oder Der Heilige Gral von Lawrence Gardiner unter der Oberfläche dieses Geschehens und zeigen, welche eminente Bedeutung der Templerorden für die Geschichte Europas hatte. Was also ist das Vermächtnis der Templer, das sie in den Reihen der Ritterschaften so außergewöhnlich macht? Beginnen wir daher mit der geschichtlichen Betrachtung der Templer. Der Orden der Templer wurde um 1118 von Hugo von Bayens gegründet und trug ursprünglich den Namen die Arme Ritterschaft vom Salomonischen Tempel. Der offizielle Zweck dieses Ordens war es, geistliche Würdenträger ein sicheres Geleit ins heilige Land Israel zu gewähren. Die ursprüngliche Aufgabe des Templerordens war also von administrativ-militärischer Natur. Der ursprünglich nur aus 9 Mitgliedern gegründete kleine Orden wurde aber innerhalb kürzester Zeit unter mysteriösen Umständen sehr einflussreich und reich. Schon 1127 bestätigte Papst Honorius II. Offiziell das Wirken des Ordens. Und bereits 1139 wurde der Orden direkt dem Papst unterstellt und bekam seinen Sitz in der berühmten Al-Aqsa-Moschee in Israel. In seiner Blütezeit um 1200 besaß der Orden mehr als 5000 Mitglieder mit über 9000 Besitzungen verstreut in ganz Europa. Das offizielle Abzeichen der Templer waren 2 Ritter mit 2 Speeren und 2 Schilden auf einem Pferd. Auf den Schilden befand sich ein einfaches rotes Kreuz auf weißem Hintergrund. Doch schon bald wandte sich das Schicksal der Templer. Unter dem französischen König Philipp IV. Und dem Papst Clemens V. kam es um 1300 zu mehreren Verhaftungswellen der Templer in Frankreich. Mit einem Schauprozess und der öffentlichen Hinrichtung des letzten Großmeisters der Templer, Jacques de Molay, 1312, wurde das Schicksal der Templer besiegelt und der Orden offiziell endgültig aufgelöst. Die Liste der Großmeister des Templerordens umfasst nur 23 Personen, von Hugo von Bayens bis Jacques de Molay. Ebenso rätselhaft, wie der Templerorden ins Leben getreten war, verschwand er von der Bildfläche der geschichtlichen Ereignisse. Obwohl der Orden offiziell um 1300 aufgelöst wurde, lebte der Geist der Templer über Jahrhunderte hinweg bis zum heutigen Tag weiter. Auch geschichtlich gesehen gelang den Überresten der Templer die Flucht und sie fanden in Schottland eine neue Heimat. Über die tatsächlichen Hintergründe der Verhaftung des letzten Großmeisters der Templer und die Zerschlagung des Ordens hüllt sich die Geschichte allerdings in Schweigen. Warum erlangte dieser Orden in so kurzer Zeit eine so eminente Bedeutung? Warum wurde er letztlich in sehr kurzer Zeit mit großer Vehemenz von Seiten der Kirche wieder zerschlagen? Wie kam es, dass der Templerorden in so kurzer Zeit so unglaubliche Reichtümer anhäufen konnte? Warum nannten sich die Mitglieder des Templerordens die arme Ritterschaft vom Salomonischen Tempel und warum flüchteten sie ausgerechnet nach Schottland? Um diese Fragen beantworten zu können, ist es zweifellos notwendig, sich den spirituell-geistigen oder esoterischen Hintergrund der Templer näher anzusehen. Dazu liefert gerade der Name des Ordens, die Templer, der sich auf den Salomonischen Tempel in Jerusalem bezieht, einen deutlichen Hinweis. Dass die Mitglieder des Templerordens ausgerechnet im Salomonischen Tempel der Weisheit in Israel ihre Position bezogen, ist kein Zufall. Es ist auffällig, dass auch andere Organisationen wie die Baumeisterkultur, die mit dem Begriff Logen umschrieben wird, ebenfalls ihren Bezugspunkt beim Salomonischen Tempelbau in Israel hat. Gemäß dem Selbstverständnis der Freimaurerei war der Begründer des modernen Logentums der Baumeister des Salomonischen Tempels, genannt Hiram Abiff. Gemäß einer Legende war Hiram Abiff ein genialer Baumeister, der durch die Schergen seiner Arbeiter ums Leben kam. Noch heute wird bei zeremoniellen Anlässen in der Loge zu Ehren ihres Großmeisters ein sogenannter Logenteppich aufgerollt.
Die Geschichte König Salomons und seines Tempels ist alttestamentarisch und wird traditionellerweise als ein geschichtliches Ereignis klassifiziert. Leider begeht man bei der Interpretation von Geschichte zumeist den Fehler, die Dinge zu wörtlich zu nehmen. Auch wenn es zweifellos immer eine korrekte historische Vergangenheit gibt, liegt das Wesen der Betrachtung der Vergangenheit in ihrer Reflexion. Der Sinn der vergangenen Reflexion ist das Herausarbeiten der wesentlichen Elemente des damaligen Geschehens. Diese Elemente sind allerdings in der Summe meist allegorischer Natur. Allegorische Betrachtungen sind abstrakter und stehen nicht notwendigerweise in einem direkten Verhältnis zur konkreten Geschichte. Dies ist auch nicht notwendig, wenn man den Kern der Zusammenhänge erfasst und verstanden hat. Insbesondere die fernere Vergangenheit überlebt so in Geschichten und Erzählungen, in denen sich der Kern der Zusammenhänge erhält. Aus dieser Perspektive betrachtet hat der Bau des Salomonischen Tempels eine ideologische Note. Es ist durchaus aus der Sicht der modernen Logen eine symbolische Umschreibung für das Streben des Menschen nach mehr Erleuchtung und Wissen. Dabei bekommen die Symbole der Baumeisterei einen ideellen Charakter und werden innerhalb der sogenannten spekulativen Freimaurerei entsprechend symbolisch bewertet. So steht beispielsweise der Salomonische Tempel für das Weltgefüge, das nach den Idealen der Baumeisterei zu formen sei. Indem die Gesellschaft und der Mensch nach den Idealen der Baumeisterei geformt wird, fügt sich ein Stein nach dem anderen in den Bau des ideellen Salomonischen Tempels ein, bis dieser seine Vollkommenheit erreicht hat. Am Eingang des Tempels befinden sich zwei Säulen mit zwei symbolhaften Kugeln an ihrer oberen Stelle. Während die eine Kugel die Welt darstellt und den erdzugewandten Aspekt betont, stellt die andere Kugel das Weltall und den Zodiak dar und charakterisiert damit die geistige Entwicklung des Menschen. Der Mensch betritt nun als Unwissender unter Anleitung seines Meisters den Tempel. Unter Anwendung der freimaurerischen Werkzeuge, die natürlich ebenfalls einen symbolischen Grundcharakter haben, entwickelt er sich vom Schüler zum Lehrling und schließlich selbst zum Meister innerhalb der Loge. Das System dieser Entwicklung wurde im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert und umfasst heute nach dem schottischen Ritus 33 verschiedene Stufen oder auch Grade. Man beginnt seine Reise also als Chela, Schüler, und endet nach 33 Schritten als sogenannter Erleuchteter oder auch Illuminati. Das System des Salomonischen Tempelbaus ist dabei streng hierarchisch und geht auf den ursprünglichen Baumeister aller Welten zurück. Tatsächlich gibt uns darauf das Wort Hiram oder Hiran nähere Auskünfte. Sprachwissenschaftlich gesehen ist Sanskrit eine der Ursprünge aller indogermanischen Sprachen, die heute in Europa gesprochen werden. Das Wort Hiran bedeutet so viel wie die goldene Intelligenz und ist mit Wörtern wie Hara, Hera, Höre, Horus, Hora, die Stunde und so weiter verwandt. In Indien beispielsweise wird der Schöpfer aller Welten als Hiranyagarbha bezeichnet. Gemeint ist nach hinduistischer Auffassung der Schöpfergott Brahma, das ursprünglich erste Wesen innerhalb des Universums, das aus einer Lotusblume Vishnus entsprang und den Auftrag bekam, alle Welten zu schöpfen. Es ist sehr interessant zu beobachten, dass bei näherer Betrachtung der allegorische Kern der Erzählungen in vielen Kulturen gleich oder zumindest ähnlich ist. Offensichtlich ist es allen Menschen der verschiedensten Kulturen gegeben, den Kern von Zusammenhängen von geschichtlichen Ereignissen zu abstrahieren. Mythische Geschichten und Allegorien der verschiedensten Völker sind so gesehen also weit mehr und es besteht heute im Rahmen der Ethnologie eine gewisse Notwendigkeit, den Kern dieser Geschichten auf einen gemeinsamen Nenner herunterzubrechen. Bleiben wir daher noch einen Augenblick bei der Figur Brahmas und sehen wir uns einige Geschichten zu seiner Person näher an. Im Bhagavad Purana, auch Srimad Bhagavatam genannt, einem alten Sanskrit-Text aus der Reihe der 18 Puranas, wird Brahma als der ursprüngliche Baumeister und Schöpfergott des Universums bezeichnet. In dieser Geschichte wird Brahma auf dem kosmischen Lotus geboren, der aus dem Nabel einer anderen Gottheit mit Namen Vishnu entspringt.
Dieser Lotus schwimmt im großen Garbhodaka-Ozean, dem sogenannten Meer der Schöpfungsprinzipien. Der vierköpfige Brahma, in anderen Traditionen auch als Januskopf bezeichnet, blickt um sich und sieht nichts als lauter Dunkelheit. Daraufhin beschließt er, in den Stängel seiner Lotusblume hinunterzuklettern, um den Ursprung seines Seins zu ergründen. Doch vergeblich. Der Ursprung des kosmischen Raumzeitstrudels liegt in der ewigen Transzendenz. Stattdessen erschließt sich im Brahmas Herz aus einer unbekannten Quelle eine Aufforderung zur Meditation. In seinem Herzen offenbart sich ein transzendentales Flötenspiel mit der Silbe Om, die ihn dazu befähigt, das Universum zu erschaffen. In seinem Geiste erschafft Brahma vier Knäblein mit den Namen Sanat, Sanatana, Sanandana und Sanaka Kumar und übereignet ihnen den Auftrag zur weiteren Schöpfung. Doch die vier Kinder verweigern den Schöpfungsauftrag und beschließen, stattdessen kleine Kinder zu bleiben, um von der schöpferischen Energie des Universums nicht berührt werden zu können. Brahma reagierte darüber empört und sein Zorn sammelte sich zwischen seinen Augenbrauen und nahm schließlich die Form eines violetten Kindes an, das mit lauter Stimme schrie. Während Brahma damit beschäftigt war, das Kind in den Schlaf zu wiegen, gelüstete es die vier Brüder, wieder in ihre innere Wirklichkeit zurückzukehren, aus der sie hervorgekommen waren. Doch an der Schwelle zu den inneren Dimensionen offenbarten sich zwei Türwächter mit zwei mächtigen Speeren, die ihnen den Weg verschlossen. In der Folge entbrannte über die Rechtmäßigkeit dieser Rückkehr ein Streit zwischen den Wachen und den vier Brüdern, der damit endete, dass die vier Wachen von den vier Kumaras dazu verflucht wurden, selbst in die materielle Schöpfung zu kommen, um hier tätig zu werden. Und so kam es, dass die beiden Wachen, Jai und Vijay, innerhalb der materiellen Schöpfung als zwei große Zwillingsdämonen Hiran Yaksha und Hiranyakashipu geboren wurden. Soweit zur Geschichte über den Schöpfungsbeginn aus vedischer Sicht. Auch wenn diese Erzählung eine mythische Geschichte aus längst vergessenen Zeiten ist, verbergen sich hinter diesen Figuren zentrale archetypische Charaktere. In vielen Kulturen wurde zunächst erkannt, dass die schöpferische Einheit in zwei polare Gegenstücke zerfällt. Am besten wird dies wohl durch das berühmte I Ching-Symbol aus der chinesischen Tradition symbolisiert. Der Entwicklungsgedanke des Universums erschöpft sich jedoch nicht in einer grundsätzlichen Polarität, sondern bringt, wie das I Ching zeigt, in seiner nächsten Phase zunächst vier verschiedene polare Grundenergien zum Ausdruck. Während die beiden Wachen also konsequenterweise mit dem polaren Geschehen der Schöpfung in Verbindung gebracht werden können, stehen die vier Kinder mit der weiteren Entwicklung aus dieser Polarität in Verbindung. Auch in der christlichen Tradition wurde der vierfache Gedanke des schöpferischen Ausdrucks erkannt. In der Folge kanonisierte man das Neue Testament in vier verschiedenen Evangelien, die Ausdruck für die vier verschiedenen Aspekte des Christusbewusstseins sind. Während in der vedischen Tradition die vier Kumaras zu Trägern für die vierfache Auffächerung der Schöpfung wurden, wählte das Christentum im Rahmen der katholischen Kirche den Weg der vier Evangelisten zur Darstellung der vier Aspekte des Christusbewusstseins. Daraus lässt sich allerdings zunächst der wichtige Schluss herleiten, dass die vier Kumaras in gewisser Weise den vier Aspekten des Christusbewusstseins entsprechen. Tatsächlich lässt sich dies anhand anderer Geschichten in der vedischen Literatur bestätigen. Ebenso wie in der christlichen Trinität Jesus als der erstgeborene Sohn Gottes beschrieben wird, existiert auch in der vedischen Literatur ein ähnliches Konzept. Dort existiert eine mythologische Figur weisen Lichtes mit dem Namen Balram, die zunächst als Bruder des ursprünglichen Gottes in Erscheinung tritt. Gemäß vedischer Genealogie entfalten sich aus dieser Figur die vier Strahlen der vier Brüder Sanat, Sanatana, Sanandana und Sanaka Kumar. Analog der Logik der vierfachen schöpferischen Entfaltung existieren heute noch vor allem in der griechischen orthodoxen Malerei Christusbilder mit einem Heiligenschein mit je drei Strahlen, die die drei Aspekte dieser vier Brüder verkörpern, während der vierte Aspekt in Christus selbst vereint bleibt. In weiterer Folge verband man die Qualität dieser vier Schöpfungsaspekte mit Tierformen, die später auch die Grundlage des modernen Tierkreises bildeten. In einem der ältesten christlichen Bücher aus Irland, dem sogenannten Book of Kells, findet man neben zahlreichen anderen Darstellungen eine klare Charakterisierung der vier Evangelisten. Neben einer menschlichen Figur, die den ursprünglichsten Christusaspekt in sich trägt, findet man dort die Figur eines Stieres, eines Vogels und eines Löwen.
In manchen Darstellungen werden diese vier Christusaspekte in einem Hexagramm positioniert, das die zwei grundsätzlichen schöpferischen Qualitäten der Dualität in sich trägt. Damit ist der Grundstein für den modernen Tierkreis und die zwölf Aspekte mit der Geschichte der zwölf Apostel und Christus als Meister gelegt. Während Stier und Löwe heute noch im Tierkreis sichtbar sind, verwandelte sich der Adler langsam zum Skorpion, während der verdeckte Aspekt des Christusbewusstseins, der traditionellerweise mit der Schlange in Verbindung gebracht wird, für den Wassermann steht. Die Kanonisierung des Neuen Testamentes in vier verschiedene Evangelisten ist daher kein Zufall, sondern eine Konsequenz, das Substrat des Schöpfungsgedankens entsprechend richtig auszudrücken. Andere Völker haben das, wie gesagt, in ihrer Weise getan. Während die Chinesen den Ausdruck der schöpferischen Entfaltung über das I Ching erfassten, entwickelten die Mayas einen komplizierten Kalender, der in seinem Grundgedanken aus vier verschiedenen Schlössern besteht. Zusammen mit einem fünften, sogenannten grünen Schloss, entwickelt sich auch im Maya-Kalender aus einer vierfachen Polarität des Kosmos schließlich eine achtfache und zerfällt in weiterer Folge in 16 sogenannten Wellen und folgt damit der gleichen Logik wie der des I Chings oder des modernen Christentums. Gemäß der Logik der 2-4-16-fachen Aufgliederung der kosmischen Entfaltung erscheinen die zwei Türwachen nun als Hoffnungsträger des Baumeisters der Welten und werden konsequenterweise von ihm gesegnet. Es lässt sich also daraus der Schluss ziehen, dass es eine enge Verflechtung zwischen Logentum und Christentum gibt. Tatsächlich existieren innerhalb der Loge auch entsprechend symbolische Darstellungen der Figur Brahmas. In dieser symbolhaften Darstellung wird Brahma zumeist als übermächtiger Muskelmann mit Medaille dargestellt, der sich zwischen den beiden Säulen des Salomonischen Tempels befindet. Neben der bereits bekannten Janus-Darstellung besitzt diese Form vier verschiedene Arme mit vier verschiedenen Symbolen. Das Symbol des ersten Armes links oben ist das berühmte Chiro-Siegel des Papstes und bezieht sich auf die Rechtmäßigkeit der Nachfolge in der Christuslinie. Rechts gegenüber erkennen wir eine pentagonale Struktur, die mit dem Thema des Antichristen verknüpft ist und somit mit dem Zorn Brahmas am Beginn des Schöpfungsaktes in Verbindung steht. Während diese beiden Symbole den hintergründigen Aspekt der Schöpfung und Auflösung des Kosmos in sich tragen, offenbaren uns die vorderen Symbole den vordergründigen Aspekt dieses Zusammenhanges. Links unten erkennt man die berühmten Symbole der Freimaurerei, Zirkel und Winkelmaß, die in einem direkten Verhältnis zum Christentum stehen, aus deren Zorn heraus sie verursacht wurden. Rechts unten schließlich der Granatapfel, der die praktische Umsetzung der Zornesenergie des auflösenden Aspektes der Pentagonale in sich trägt und vordergründigerweise in einem Spannungsverhältnis zum Logentum steht. Mit diesem Symbol schließt sich der Kreis und mit der Frage nach der Bedeutung des Symbols des Granatapfels kehren wir zur Templergeschichte wieder zurück. Während nämlich die linke Seite der beiden Arme Brahmas den maskulinen Aspekt der Bruderschaften in sich trägt, verkörpert Pentagramm und Granatapfel die weibliche Energie als Gegenpol des Schöpferischen. Der Granatapfel steht allerdings in einem diametralen Verhältnis zur Christusenergie, die mit dem zölibatären Gedanken die Wurzel des modernen Logentums ausmacht. Tatsächlich verstanden sich die Logen immer als maskuline Geheimbünde. Historisch gesehen gab es zu keiner Zeit für Frauen Zugang zu den Logen. Auch der Zusammenhang zum Christentum wird folgerichtig in der Loge entsprechend dargestellt. Bis zum heutigen Tage sitzt der Großmeister in einem zugemauerten Türrahmen, an dessen oberer Stelle das Symbol der Sonne fixiert wird. Die Symbolik drückt damit aus, dass der Zugang zu den inneren Wirklichkeiten durch die Repräsentanz des Großmeisters versperrt bleibt. Erst die Aussöhnung mit dem Solaren Logos, der symbolisch für das Christusbewusstsein steht, ermöglicht einen Zugang zu den inneren Dimensionen. Diese Aussöhnung steht allerdings in einem direkten Zusammenhang zur Manifestation des Zornes von Brahma durch die Verweigerung der vier Kumaras am Schöpfungsakt. Erst durch eine aktive Beteiligung des Christusbewusstseins am schöpferischen Gedanken kann es zu einer Erlösung der Bruderschaft kommen. Folgerichtig war die Herabkunft von Jesus Christus vor 2000 Jahren ein richtiger Schritt für die Erlösung der Welt.
Diese Herabkunft von Jesus Christus knüpft sich allerdings an die Absicht, mit der weiblichen schöpferischen Energie des Kosmos eine Verbindung einzugehen. Dieser weibliche Aspekt kann jedoch nicht durch die Jüngerschaft von Jesus Christus zum Ausdruck gebracht werden. Da die von Petrus später verkörperte Kirche als Repräsentanz des Christentums den zölibatären Gedanken zum Ausdruck bringt. Dies legt bereits den Gedanken nahe, dass die Rolle der Frau im Leben von Jesus Christus noch eine größere, hintergründigere Bedeutung hatte. Sie wurde jedoch im Interesse der Machterhaltung der Logen geheim gehalten. Tatsächlich drücken auch die Logen symbolisch den zölibatären Gedanken ihrer Bruderschaft in entsprechender Weise aus. Hauptstück dieser Symbolik ist der von Freimaurern getragene Logenschurz, der traditionellerweise in Gürtelhöhe befestigt, ausgerechnet den Genitalbereich des menschlichen Körpers bedeckt. Welchen Einfluss Logen auf das politische und wirtschaftliche Weltgeschehen nahmen, zeigen eindrucksvolle historische Darstellungen amerikanischer Präsidenten. Mit wenigen Ausnahmen waren nahezu alle Präsidenten Amerikas Mitglieder der Freimaurerei und ließen sich mit entsprechenden Symbolen am Eingang des Salomonischen Tempels abbilden. Im Laufe der Zeit kam es zum Zusammenschluss vieler kleiner Logen und zur Gründung sogenannter Großlogen. Eine der bekanntesten dieser Großlogen ist zweifellos die 1717 gegründete Große Loge von England. Ihr Sitz ist in London und alljährlich trifft sich die Elite zu Gesprächen in ihrem Sitzungssaal. Die Frage, wie es den modernen Logen in den letzten Jahrhunderten gelang, Politik und Wirtschaft in einem derartigen Ausmaße zu beeinflussen, führt zum Christentum zurück. Die Wortwurzel hieran offenbart weitere Zusammenhänge. In ihrer Bedeutung, die goldene Energie, das strahlende Element, steht sie in einem direkten Zusammenhang mit dem solaren Logos des Christusbewusstseins. Das Streben der Logen nach einer Beherrschung der solaren Energie begründet sich in ihrer Verfluchung durch die vier Christuskinder. Tatsächlich blieb uns dieser Zusammenhang vor allem durch die Geschichten der Alchemisten erhalten. In der Alchemie existiert die Vorstellung, dass man mittels eines besonderen Steines der Weisen aus jedem beliebigen Stoff Gold herstellen könne. Tatsächlich fasst man dort den Stoff Gold als eine schwingungserniedrigte, präzipierte, verdichtete Form des Sonnenlichtes auf. Das Schürfen, die weitere Verdichtung und die Kontrolle über das Gold als Ausdruck der Strahlungsenergie des solaren Logos wurde daher das primäre Ziel der Bruderschaften. Ebenso wie ihnen Christus als Wurzel ihrer materiellen Verkörperung verhasst blieb, hassten sie das Gold und suchten es aus dem Verkehr zu ziehen. An dessen Stelle setzten sie wertloses Papier, das mit den Symbolen der Freimaurerei belegt wurde. Noch heute finden sich alle relevanten Symbole auf der 1-Dollar-Note des amerikanischen Geldsystems. Während auf der Vorderseite des Scheines in einem Fensterrahmen eingebettet das Gesicht eines amerikanischen Präsidenten sichtbar wird, der stellvertretend für den Großmeister damit symbolisiert, dass der Durchgang für die Öffentlichkeit in die inneren Wirklichkeiten damit versperrt ist, offenbart die Rückseite die geheimeren Aspekte des Logentums. Ebenso zu sehen ist auf der Vorderseite oberhalb des Schriftzuges One als Stempelformation das berühmte Winkelmaß der Freimaurer. Da man mit Fug und Recht behaupten kann, dass die Weltwirtschaft zum heutigen Zeitpunkt von der amerikanischen Nationalbank bestimmt wird, lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass der Einflussbereich der Logen mittlerweile weltweiten Charakter angenommen hat. Die Wertlosigkeit, aber auch der Zorn der Bruderschaft drückt sich durch den Aufschrift Federal Reserve Note am oberen Ende des Geldscheines aus. Während das frühe Geldsystem des amerikanischen Dollars an dieser Stelle die Aufschrift Silver Certificate trug und damit die Deckung zu Gold und Silber garantierte, signalisiert uns der Text Federal Reserve Note, dass es sich um wertloses Papiergeld handelt. Das Spiel zur Kontrolle der Welt wurde vor allem durch die Schaffung der Börse ermöglicht. Im Börsengeschehen spiegelt sich der inflationäre und deflationäre Charakter des Geldes. Durch künstliche Aufblähung der Geldmenge, die schließlich gegenüber dem Volk geltend gemacht wird, kommt es zu einem realen Abfluss von Werten in Richtung Bruderschaft. Um nun diesen einseitigen Wertefluss zu konsolidieren, entwertet man schließlich dieses Geld durch Deflation unter Einführung einer neuen Währung, deren Wert weitaus geringer ist. Dies führt in der Folge zu einer Verteuerung aller Waren, die sich im allgemeinen Volkszorn widerspiegelt.
der sich im extremsten Fall schließlich in einem globalen Krieg entlädt. Dies drücken insbesondere die beiden Namen Hiranyaksha, was so viel bedeutet wie der nach Gold Gierige, und Hiranyakashipu, der nach Gold Gierige und an weichen Betten Interessierte, aus. Kehren wir also noch einmal zur vedischen Geschichte der beiden Brüder zurück. Im weiteren Verlauf der Geschichte erfahren wir nun, dass nach dem Fall der beiden Brüder diese begannen, den Planeten ihres Goldes zu berauben. Als Folge dieser Tat verdichtete sich das Bewusstsein des Mutterplaneten und die Erde stürzte in den Ozean der Ursachen. Um das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen, erschien schließlich ein göttlicher Avatar Vishnus als Wildeber und stellte sich dem Dämon. Nach langem Kampf gelang es ihm schließlich, den Dämon zu töten und Mutter Erde zu retten. Der Tod Hiranyakshas steigerte den Hass seines Bruders. In der Folge unternahm er schwere Entsagungen für die Gunst Brahmas, des Baumeisters der Welten. Als dieser schließlich gezwungen war, vor ihm zu erscheinen, erbat er die Gunst der Unsterblichkeit. Da ihm diese vom Brahma nicht gewährt werden konnte, ersann er ein Ausschlussprinzip, das ihm die Möglichkeit gab, nicht drinnen und nicht draußen, nicht oben und nicht unten, nicht in der Nacht und nicht am Tag, durch kein Tier und durch keinen Menschen und durch keine Waffe getötet zu werden. Durch Brahmas Segnungen gestärkt, stieg er zum alleinigen Machthaber auf. Am Höhepunkt seiner Macht ward ihm jedoch ein spiritueller Sohn geboren. Bald kam es zum Eklat, der damit endete, dass der Vater beschloss, seinen Sohn zu töten. Er packte seinen Sohn Prahlada bei den Haaren und gerade in dem Augenblick, als er ihn mit dem Schwert töten wollte, hörte er ein dumpfes Grollen in seinem Palast. Mit einem lauten Knall explodierte eine Säule im Palast des Dämons und eine wundersame Figur, halb Mensch, halb Löwe, entstieg dem Nebel. Blitzschnell packte die Sphinx den Dämon, setzte sich auf seinen Sessel und zerriss ihn mit den Fingernägeln in seiner Leibesmitte. Und so erfüllte sich das Schicksal des zweiten Bruders, der weder in der Nacht, noch am Tag, noch durch ein Tier, noch durch einen Menschen, noch durch eine Waffe, noch drinnen, noch draußen, zu Tode kam. Tatsächlich stellt die Loge bis zum heutigen Tag die Macht der Bruderschaft symbolisch durch einen Obelisken dar. Diese stehen bis zum heutigen Tag an entsprechenden Schnittstellen in Paris, London, Washington usw. so weiter. Während der zentrale Obelisk sich am Petersplatz in Rom befindet, aus deren Quelle die Bruderschaft ja hervorging. Der innere Kern der Spaltung zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit wird in besonderer Weise durch das Symbol des Papstes, das Giro-Siegel mit den beiden Schlüsseln, charakterisiert. Das auch als Pax, Friedenszeichen, bekannte Siegel rückt damit in den Fokus des Geschehens. In seiner Bedeutung Chi, die Lebenskraft, und Ra, die Energie der Sonne oder des Sohnes, offenbart sich das zentrale Mysterium des Christusbewusstseins. Mit dem Fall des Giro-Siegels und damit mit dem Fall der Papstlinie und des Zölibates wird es zu einer endgültigen Erneuerung des Christusbewusstseins kommen, die sich nun der schöpferischen Kraft des weiblichen Feldes zuwendet. Mit dem lateinischen Spruch Gloria Olive, das Friedenszweiglein, erfüllt sich durch Papst Benedikt XVI., dem Friedenspapst, auch das Schicksal der berühmten Malachias-Prophezeiung als letzter Papst. Die heilige Inquisition und die Verfolgung der Frau fordern ihren Tribut. Und so kommt es in diesen Tagen zur Offenbarung der geheimen Beziehung zwischen Maria Magdalena und Jesus Christus und ihrer Nachkommenschaft. Dan Browns Kultromane Illuminati und Sakrileg bzw. der Da Vinci Code schlagen derzeit alle Bestsellerrekorde. In ihnen offenbart der Autor in spielerischer Weise das von den Templern über Jahrhunderte bewahrte Geheimnis. Folgt man dem Autor, hat eine geheime Organisation mit Namen Prieure de Sion die Templer ins Leben gerufen. Sinn und Zweck dieser Gründung sei allerdings nicht gewesen, ausschließlich hohe Würdenträger ins gelobte Land zu bringen, sondern vielmehr in diesem Forschungen anzustreben und Grabungen vorzunehmen. Und offenbar wurden die Templer tatsächlich fündig. Sie entdeckten das Geheimnis um die Beziehung zwischen Jesus Christus und Maria Magdalena und ihre Nachkommenschaft. In der Folge schafften sie alle Dokumente nach Südfrankreich, an jenem Wohnort, an dem sich Maria Magdalena ebenfalls zurückgezogen hatte. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, welches Faustpfand die Templer gegenüber der offiziellen Kirche in der Hand hatten. In der Folge entwickelte sich in Südfrankreich eine rege Gegenbewegung gegen die offizielle Doktrin der katholischen Kirche, die über die Jahrhunderte an politischen Einfluss gewann.
und es dauerte in der Tat nicht lange, bis sich Rom dazu veranlasst sah, darauf zu reagieren. Unter Philipp IV., König von Frankreich, der zudem den Templern eine große Menge Geld schuldete, rief schließlich Papst Clemens V. den Kreuzzug gegen die Templer aus. Ihr Schicksal war besiegelt. Die Glaubenskongregationen der Katharer wurden in der Folge von der Kirche verbannt und durch die heilige Inquisition verfolgt. Im Rahmen der Endschlacht gegen die Katharer bei Montségur gelang es jedoch einigen Mitgliedern, die entscheidenden Dokumente aus der Burg zu schmuggeln. Man brachte sie sehr wahrscheinlich in das kleine Örtchen Rennes-le-Château und versteckte sie unter dem Dorfaltar, wo sie Jahrhunderte später gefunden wurden. Tatsächlich soll in die Angelegenheiten der Prieure de Sion sogar der italienische Maler und Meister Leonardo da Vinci verwickelt gewesen sein. Man sagt ihm die Großmeisterschaft dieser Illuminatenorganisation nach. In jedem Fall hinterließ er interessante Spuren über diese Zusammenhänge in seinen berühmten Gemälden. So erkennt man bei genauerer Betrachtung seines berühmten Gemäldefreskos Das letzte Abendmahl an der Position Johannes eine Frau. Sie sitzt direkt im Zentrum des Gemäldes neben dem Meister. Folgt man Dan Browns Roman, sollen sich Jesus und Maria Magdalena in Bethanien kennengelernt haben. Und Lawrence Gardiner geht in seinem Buch Das Vermächtnis des Heiligen Gral sogar noch einen Schritt weiter. Er konstatiert die Verlobung Maria Magdalenas mit Jesus um 30 nach Christus, 32 nach Christus schließlich seine Heirat und 33 nach Christus die Geburt einer Tochter mit Namen Tamar in Bethanien. 37 nach Christus soll sie einen Sohn mit Namen Justus zur Welt gebracht haben und schließlich 44 bereits angesiedelt in der Provence den zweiten Sohn mit Namen Josef oder Josephus. Tatsächlich scheinen später gefundene Manuskripte bei Nag Hammadi die These einer Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena zu bestätigen. So fand man in dem berühmten Philippus-Evangelium eine Stelle, auf der sich Jesus Christus auf seine eigene Partnerschaft bezieht. Dort heißt es wörtlich: Und die Gefährtin des Heilands ist Maria Magdalena. Doch Jesus liebte sie mehr als seine Jünger und küsste sie häufig auf den Mund. Die restlichen Jünger nahmen Anstoß daran und fragten: Warum liebst du sie mehr als uns? Der Heiland antwortete ihnen: Warum ich euch nicht so liebe wie sie? Groß ist das Geheimnis der Ehe. Denn ohne sie würde die Welt nicht existieren. Die Existenz der Welt hängt von den Menschen ab und die Existenz der Menschen von der Ehe. Die Nachkommenschaft zwischen Jesus und Maria Magdalena rückt die alte Geschichte Europas, insbesondere die von Frankreich, in ein völlig anderes Licht. Zum damaligen Zeitpunkt herrschten in Frankreich die Sugambra. Die Sugambra kommen von Kleinasien und stammen von den Skythen ab. Sie wanderten langsam, kommend vom Schwarzen Meer über die Türkei Richtung Europa ein. Dort gründeten sie später unter anderem die berühmte Stadt Troja. Nach der Einnahme Trojas durch die Griechen flüchtete der Legende nach Aeneas nach Rom und gründete die Siebenhügelstadt. Einige ihrer Nachkommen wanderten schließlich nach Frankreich aus und gründeten in Anlehnung ihres großen Helden Paris die Stadt Paris. Unter Dagobert I., Clodius I., Dagobert II. Und Genobaut I. gelang es den Sugambern in Frankreich, die Macht zu erlangen. Um 420 nach Christus heiratete schließlich Prinzessin Agota, die Tochter König Genobauts, einen Nachkommen des zweiten Sohnes von Jesus und Maria Magdalena mit Namen Pharamond. So kam es, dass die Stammeslinie von Jesus Christus und Maria Magdalena in die Königshäuser des französischen Hofes einheiratete. In der Folge nannte man die Nachkommen von Prinzessin Argotta und Pharamond die Fischerkönige. Der um 440 herrschende König Merowech und unmittelbarer Enkel von Pharamond und Prinzessin Argotta gab schließlich der Dynastie den Namen die Merowinger. Die Dynastie der Merowinger regierte das Westfrankenreich schließlich von ca. 400 bis 680 nach Christus und endete abrupt mit der Ermordung von Dagobert II. Das damalige Reich der Franken grenzte unter anderem an Elsass-Lothringen und so kam es, dass auch die Familie der Habsburger in die Familie der Merowinger einheiratete. Offiziell wurde das Reich der Merowinger vom Geschlecht der Karolinger unter Karl dem Großen abgelöst. Geschichtliche Forschungen wie die des Mediävisten und Mittelalterspezialisten Heribert Illig lassen das Geschlecht der Karolinger allerdings in einem anderen Licht erscheinen. Folgt man seinen Ausführungen, handelt es sich insbesondere bei der Person von Kaiser Karl dem Großen um eine der größten Zeitfälschungen der Geschichte.
In seinem Buch »Das erfundene Mittelalter« erläutert er seine Thesen, die von der Fachwelt bis zum heutigen Tage unwidersprochen blieben. Leider kommt Heribert Illig nicht näher auf den Umstand der Ablösung der Merowinger durch das Karolingergeschlecht zu sprechen. Dabei verdient besonders dieser Umstand durch das Einheiraten der Nachkommen von Jesus Christus und Maria Magdalena in das Geschlecht der Merowinger ein besonderes Augenmerk. In Anbetracht der Tatsache des Einflusses der katholischen Kirche in Zentraleuropa wurde bald klar, dass es zwischen beiden Linien bald eine natürliche politische Grenze geben würde. Trotz der Zerschlagung der Merowinger und der Intronisation des Karolingergeschlechtes konnten sich viele Nachkommen in Teilen Frankreichs und besonders in England und Schottland halten. Und so kam es einige Jahrhunderte später zu einer weiteren Säuberungswelle gegen die Katharer, die von der katholischen Kirche als Bedrohung empfunden wurden. In vielen kleineren und größeren Fürstenhäusern Frankreichs lebte jedoch die Nachkommenschaft Maria Magdalenas weiter. Und bald taten mythische Geschichten über den Heiligen Gral Kunde davon. Es ist ebenfalls kein Zufall, dass eines der ältesten Werke über den Gral, Le Conte de Graal, und auch das berühmte Werk von Wolfram von Eschenbach, der Parsival, in etwa um diese Zeit entstanden. Da bis zum heutigen Tage entsprechende Dokumente für die historische Beweisbarkeit gewisser Zusammenhänge fehlen, sind insbesondere die Geschehnisse rund um das kleine Örtchen Rennes-le-Château von besonderer Bedeutung. Dort existiert ein kleines, unscheinbares Kirchlein, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts von dem Pfarrer Abbé Berenger Saunier übernommen wurde. Saunier plante während seiner Amtszeit Umbauarbeiten und entdeckte dabei die von den Katharern versteckten Dokumente. Er nahm Kontakt zu einigen offiziellen Stellen auf und schon nach kurzer Zeit setzte ein reges Treiben um jenes Kirchlein ein. Künstler und Steinmetze aus ganz Europa kamen herbei und gestalteten das Ambiente der kleinen Kapelle von Grund auf neu, während besagte Dokumente verschwanden und bis zum heutigen Tage geheim gehalten werden. Die Magdalenenkirche von Rennes-le-Château ist ein Kapitel für sich. Man betritt die Kirche mit der über dem Türstock angebrachten lateinischen Mahnung Locus est terribile, dieser Ort ist schrecklich. Nach Betreten der Kirche erblickt man einen gebückten Teufel, auf dessen Rücken ein Weihwasserbecken mit vier heiligen Engeln zu sehen ist, die das Kreuzzeichen machen. Am Hauptaltar kniet Maria Magdalena zu einem Gebet. Hinter ihr, in etwas erhöhter Position, sieht man Josef und Maria, die jeweils ein Kind in Händen halten. Entlang der Seitenaltäre findet man einen merkwürdigen Kreuzgang mit vielen Symbolen, der bei Josef links am Hauptaltar beginnt und mit der Kreuzigung rechts bei Maria wieder endet. Etwa in der Mitte der Kirche stehen sich Maria Magdalena mit einem Gralsgefäß in ihren Händen und einem Totenkopf zu ihren Füßen und der heilige Antonius, der Eremit, gegenüber. In der hinteren linken Ecke der Kirche gibt es eine Darstellung der Taufe von Jesus Christus durch den heiligen Johannes. Dabei blickt Jesus mit einem verklärten Blick auf ein in der Mitte der Kirche befindliches Schachbrett, das im Fußboden eingelassen ist, auf das bei näherer Betrachtung auch der Asmodeus-Teufel unter dem Weihwasserbecken seinen Blick richtet. Tatsächlich gibt die gesamte Innenarchitektur der Kirche viele Rätsel auf. In der Nähe der Kirche, am sogenannten Hügel des Beschkadou, soll es nach Aufzeichnungen dieser Dokumente auch ein heiliges Grab gegeben haben. Jedenfalls wurde am Fuße des Grabes ein symbolischer steinerner Sarg errichtet, der Ende 1999 von einer unbekannten Gruppe mittels Sprengstoff wieder beseitigt wurde. Folgt man dem Roman Sakrileg, wurden besagte Dokumente schließlich nach Schottland gebracht, wo sie über Jahrhunderte in der kleinen Kirche Roslin Chapel versteckt wurden. Tatsächlich erscheint die Flucht der Katharer und Templer nach England und Schottland plausibel. Historisch belegt ist der Umstand, dass der Bruder von Jesus Christus, Josef vom Arimathea, bereits 63 nach Christus England bereiste. Damals herrschte in England ein Rat von 5 weisen Druiden, die als Bendragon bekannt waren. Nach Aussagen von Lawrence Gardiner war Josef von Arimathea auf der Flucht und brachte den Heiligen Gral nach England. Der Bendragon jedenfalls gewährte Josef von Arimathea in der Nähe von Glastonbury ein Stück Land. Obwohl es sich bei den heutigen Erzählungen über den Gral zumeist um ein Gefäß handelt, in dem das Blut Christi aufbewahrt wurde, geht die ursprüngliche Bedeutung des Wortes auf das französische Wort Sangreal, das heilige Blut, zurück und meint damit die Nachkommenschaft einer königlichen Blutslinie. Josef von Arimathea
kam offenbar mit einem der Nachkommen von Jesus und Maria Magdalena nach England und siedelte sich in der Nähe von Glastonbury an. Lawrence Gardiner führt in seinem Buch Der Heilige Gral die weiteren Entwicklungen der Stammbäume näher aus. So soll der später in der Gralslegende bekannte König Artus ein unmittelbarer Nachkomme von Joseph von Arimathea sein, während die Halbschwester Morgaine eine Nachkomme aus der Stammeslinie von Jesus Christus und Maria Magdalena war. Diese Linie endet schließlich mit Mordred, der in einer Auseinandersetzung mit seinem Vater das Leben verlor. Betrachtet man die Artus-Legende aus dem Blickpunkt der Blutslinien von Joseph von Arimathea, Maria Magdalena und Jesus, erhält die Geschichte um König Artus eine gewisse historische Authentizität. Der Originaltisch der Tafelrunde blieb jedenfalls bis zum heutigen Tage erhalten und ist heute im Winchester Castle in Südengland ausgestellt. In Anlehnung an die Tafelrunde wurde später die sogenannte Round Table Gesellschaft gegründet, die bis zum heutigen Tag in vielen Teilen Europas zu wirken begann. An den Rändern des Tisches der Tafelrunde findet man heute noch die Namen so klingender Ritter wie Galain, Lancelot oder Lionel. Und folgt man den Aufzeichnungen Lawrence Gardiners, setzt sich die Blutslinie von Jesus und Maria Magdalena bis zum heutigen Tage über Lionel allein bis zu den High Stuarts lückenlos bis zum heutigen Tage fort. In der Tat soll auch Diana, die schließlich Prinz Charles von England heiratete, blutsverwandt mit dieser Linie sein. Der Unfalltod Dianas und Dodi al-Fayed in Paris erscheint auf diesem Hintergrund jedenfalls denkwürdig. Wenn man bedenkt, dass das Stammhaus der Windsors in Zentraleuropa aus Hannover kommt. Der Mythos des Heiligen Gral ist in der Tat das zentrale Geschehen der europäischen Geschichte. Und wieder einmal mehr bestätigt sich der Umstand, dass Mythen und Geschichten mehr sind als bloß Legenden.